Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, einen schönen guten Morgen hier an der TU Wien, to the sky. Ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen zur heutigen Tagung Genug gebaut, Trendumkehr und Alternativen. Ich darf auch als Vorstandsmitglied des Club of Vienna vielleicht ganz kurz noch den Verein Club of Vienna vorstellen. Sie werden danach auch ein Video-Statement unseres Präsidenten, den Professor Hermann Knoflach, auch hören. Auch warum wir eigentlich diese Tagung ins Leben gerufen haben unter dem heutigen Titel und welchen Bezug es auch zu den Arbeiten des Club of Vienna gibt. Der Club of Vienna ist eine Vereinigung von ca. 20 oder ein bisschen mehr als 20 Wissenschaftlern, die interdisziplinär arbeiten, hat schon eine lange Geschichte, verhältnismäßig für Vereine, geht zurück auch auf den Zoologen und Biologen Rupert Riedl, der Gründungspräsident auch war, kommt eigentlich also aus der evolutionären Erkenntnistheorie und aus der Evolutionstheorie und hat sich, wenn man sich erinnert an die 1970er Jahre, Club of Rome, Grenzen des Wachstums, von Beginn an auf die Ursachen des Wachstums und Wachstumsprozesse fokussiert. Das heißt, anders als der Club of Rome, der über die Grenzen auch modellhaft diskutiert hat, hat der Club of Vienna sich von Anfang an, und das erste Buch mit Donella Meadows und Rupert Riedl ist 1996 unter dem Titel Ursachen des Wachstums auch herausgegeben worden, eben versucht herauszufinden, was liegt dahinter, warum gibt es diese Wachstumsprozesse, warum und wie entstehen solche Wachstumsparadigmen, verankern sich, verfestigen sich und werden dann auch zum Teil, man könnte auch als Login das bezeichnen, also werden dann auch zu Selbstläufern. Der Club of Vienna veranstaltet monatliche Vortragsreihen, die Sie sowohl physisch anwesend besuchen können, beziehungsweise auch nachschauen können im Internet. Fast alle werden dann auch auf YouTube nachzusehen und nachzuhören. Es handelt sich durchwegs um sehr kritische Vorträge, die sich eigentlich quer zum Mainstream, kann man sagen, bewegen. Ich möchte gar nicht sagen neben, sondern fast quer. Das ist für uns auch wichtig, weil wir auch aus der Forschungsperspektive und auch der Tradition des Club of Vienna eigentlich sozusagen abseits von Mainstream-Diskussionen Argumente sammeln und diskutieren, um Dinge, Erkenntnisse voranzutreiben, Lösungsperspektiven aufzuzeigen und vielleicht Regelhandel auch kritisch zu hinterfragen. Kommen wir ein bisschen auch zur heutigen Tagung, genug gebaut. Wir haben lange darüber diskutiert, ob da am Ende ein Fragezeichen oder ein Ausrufezeichen stehen sollen, aber wir haben es auf jeden Fall mit einem Ausrufezeichen versehen, auch im Sinne des Statements und des Klarmachen, dass sich vielleicht Dinge auch verändern müssen in Zukunft. Das Thema Ressourcenverbrauch und Bodenverbrauch ist natürlich ein wesentliches und wird immer wesentlicher. Und das Thema passt natürlich damit sehr gut in das Ursprungsthema der Ursachen des Wachstums. Das Bauen und Wachsen, Wachstum ist wahrscheinlich ursächlich miteinander verknüpft, im Gedanken auch und im Regelhandeln der Menschen und auch der Organisationen und Institutionen. Und wenn wir uns natürlich anschauen, waren wir sozusagen erfolgreich in der Vergangenheit, wenn wir Bodenschutzziele uns ansehen und wie die tatsächliche Entwicklung läuft, wie lang das Thema eigentlich schon gerade aus der Perspektive auch der Raumplanung und anderer Disziplinen immer diskutiert wird, darauf hingewiesen wird, dass sich hier was verändert, dass hier etwas verändert werden soll, da können wir eigentlich attestieren, wir waren hier wenig bis fast gar nicht auch erfolgreich. Viele dieser Dinge werden wir auch am Vormittag in den Vorträgen auch noch hören. Nicht zuletzt, auch aus meiner Perspektive der Verkehrsplanung ist es ganz spannend, so bin ich auch auf das Thema gekommen und habe es auch im Club of Vienna dann platziert, weil wir eigentlich aus dem Bereich der Verkehrsplanung, also des Tiefbaus, wenn man so will, eigentlich genau das tagtäglich beobachten können. Bevor wir irgendwo das Tempo reduzieren auf den Autobahnen, um die Kapazitäten besser zu nutzen, legen wir eine Spur dazu. Bevor wir die Eisenbahnstrecken durch neue Technologien besser nutzen, bauen wir einen neuen Tunnel. Bevor wir die Landesstraße etwas schmäler machen, legen wir daneben ein neues Asphaltband dazu, nennen es Radhighway und sagen, wir sind ökologisch. Das heißt also, wir haben uns im Regelhandeln von dem nicht entkoppelt. Wir legen nach wie vor die Asphaltbänder eins neben das andere, ohne zu hinterfragen, wie können wir eigentlich unser Verhalten verändern, wie können wir Infrastrukturen, egal ob im Tiefbau oder im Hochbau, effizienter anders nutzen.
Da waren, das muss man ganz klar attestieren, unsere Vorgängergenerationen auch durch Zwänge von außen natürlich hier viel effizienter und effektiver. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit, und wir haben das am Beginn heute auch schon kurz besprochen mit dem Moderator Mike Nowotny, der uns dann nach dem Video-Statement auch durch den Tag moderieren wird, der ist Architekturjournalist, hat sich auch sehr viel mit Architektur und Stadtplanung natürlich fachlich beschäftigt. Und wir haben eigentlich auch schon im Vorfeld gesagt, dass diese Abkehr eigentlich bis heute nicht zu erkennen ist. Das heißt also, wenn wir uns ansehen, was braucht es, wie können wir Dinge anders nutzen, was ist eigentlich schon da, dann sind das zentrale Themen. Im ersten, in der Keynote sozusagen, freut es mich, Daniel Fuhr aber auch heute hier begrüßen zu können. Er hat ja das Buch, und es gibt ein Belegexemplar auch dort zum Anschauen, schon 2015 verbietet das Bauen geschrieben und auch publiziert. Und das war so auch für mich so der erste, auch prägnante, im Titel eigentlich prägnante Impuls, zu sagen, genau, man muss auch anders formulieren, man muss das auch so klar sagen, eine Gegenthese zu der These, die uns eigentlich alltäglich begleitet, nämlich, wenn wir da nicht mehr weiter wissen, dann bauen wir daneben auf der grünen Wiese irgendetwas Neues, bevor wir uns überlegen, was wir eigentlich aus dem Bestand heraus tun können. Ich glaube, dass in der Zwischenzeit, auch ausgehend wahrscheinlich durch das Buch und die andere Initiativen auf der Architektur- und Stadtplanungsseite, das Thema immer relevanter wird. Wir sehen das, es wird breitenwirksamer diskutiert. Es ist zusehends ein Thema auf allen Ebenen. Nicht zuletzt, weil wir eben auch hier, Stichwort Grenzen des Wachstums, eben überall gleichzeitig an unterschiedliche Grenzen stoßen, sei es der finanziellen, sei es der ökologischen Grenzen, aber auch natürlich der sozialen Grenzen, weil, und das wird auch heute ein Thema sein, unter anderem auch am Nachmittag, Daniel Fuhrhoff hat es auch in seinem Buch angesprochen, auch die soziale Dimension des Bauens, des Bodenverbrauchs, des Wegnahme, der Vorwegnahme von Ressourcen für nachfolgende Generationen, aber auch der Disparitätenzunahme durch den Bauboom beziehungsweise allem, was dahinter steckt, natürlich auch eine soziale Dimension, Stichwort Betongold, beinhaltet. In diesem Sinne wünsche ich uns allen eine sehr gelungene und sehr erfolgreiche und erkenntnisreiche Veranstaltung. Und übergebe jetzt auch gleich virtuell an Hermann Knoflacher, der so nett war, er weilt im Ausland für eine Vorlesung, in einem fernen Ausland, glaube ich, Indien, oder? Ist er unterwegs, also er kann es nicht lassen, aber das ist auch, glaube ich, ganz spannend. Und er hat auch noch einmal seine Ideen und seinen Impuls hier in einem kurzen Statement zusammengefasst. Guten Morgen, meine sehr geehrten Damen und Herren, und vielen Dank meinem Kollegen Harald Frey für die freundliche Einleitung und die Vorstellung. Ich darf kurz einige Gedanken zur heutigen Tagung machen und möchte mich entschuldigen, weil ich praktisch gleichzeitig Vorlesungen zu halten habe. Das Thema ist in der Literatur, ich würde sagen, fast unübersehbar behandelt worden. Es wird in vielen Bereichen und aus vielen Aspekten über Bauen berichtet. Sehr häufig auch kritisch. Kritik am Bauen ist nicht sehr neu. Es hat eigentlich begonnen, seit es Stadtplanung gibt und seit es die Erkenntnis gibt, dass die Raumplanung erhebliche Folgen hat, die unerwünscht waren, findet das auch bezüglich der Raumplanung statt. Im Verkehrswesen weiß ich, wird das System, wie wir es bisher aufgebaut haben, seit einem halben Jahrhundert kritisch behandelt. Allerdings hat das nichts daran geändert, dass man mit den alten Methoden versucht, weiterhin zu bauen, weil dahinter natürlich interessante und wichtige wirtschaftliche Interessen stehen, die wenig Rücksicht nehmen auf das, was sich an der Wissenschaft, an Erkenntnissen anhäuft. Es ist ein vielschichtiges Problem eines komplexen Systems, das quer durch die Disziplinen geht und auch durch Disziplinen, die scheinbar nichts mit dem Bauen zu tun haben. Es ist das Problem eines ungesunden, gefährlichen Wachstums, ein typisches Kernproblem des Klapperfirner, der sich ja mit den Ursachen des Wachstums beschäftigt. Und die Ursachen dieses Wachstums sind in allen grundlegenden vier Kausalitäten reale Systeme zu finden, in der Causa Materialis, in der Causa Formalis, in der Effizienz und in der Finalis. Also im Material, in der Form, in der Energie und in der Finalis. Und dort liegen auch die beiden Hauptursachen, warum wir heute in diese prekäre Situation bezüglich Qualität gekommen sind. Einerseits in der Energieschwemme, die seit 200 Jahren besteht und sich in den Industrieländern auf immer breitere Kreise der Bevölkerung ergießt.
Und das Zweite ist, wir sind mit dieser Energiemenge, die wir plötzlich durch die technische Entwicklung und durch die wissenschaftliche Forschung zur Verfügung haben, geistig nicht mitgekommen. Das heißt, es fehlt an geistiger, kultureller, zivilisatorischer und sozialer Bewältigung dieser enormen Energiemengen und der möglichen Eingriffe in die Natur. Und das hat dazu geführt, dass es zu einer Rechtsanmaßung gegenüber den Lebensgrundlagen und der Natur gekommen ist, in die das Bauen langfristig nachhaltig eingreift, ohne dass es entsprechende Sanktionen bzw. Bremsen dafür gibt. Man kann die Ursachen in äußere und innere einteilen. Einerseits die Energiemenge, die genutzt wird in erster Linie für die eigene Produktion, und das zeigt sich ganz deutlich. Die Bevölkerungszahl auf der Erde hat proportional zur verbrauchten Energie zugenommen, plus zusätzliche Energiemengen, die dazu verwendet wurden, Energiesklaven zu züchten. In Europa sind es ungefähr 60 Energiesklaven pro Person. In den USA sind es 120 Energiesklaven pro Person, die natürlich auch ihren Platz beanspruchen und einen erheblichen Teil der Bauleistungen erzwingen. Dazu kommt die Geldwirtschaft, die noch nach Sicherheit sucht. Geld ist ja nichts anderes als Energie, in einer speziellen Form zum Ausdruck gebracht, solange die Leute daran glauben. Und dieses Geld sucht nach Anlagensicherheit. Dazu kommt das Finanzsystem, der Steuern und der Förderungen. Das heißt, Investitionen in Bauten werden steuerlich bevorzugt. Es werden Förderungen gemacht. Das führt zu den Häusern im Grünen. Aber was sehr häufig und bis heute vielfach noch übersehen wird, es ist die Revitalisierung des Bestandes und natürlich auch der Schutz dessen, was nicht bebaut werden sollte. Es kommt zur Sozialisierung der Kosten für die Baufolgen, insbesondere durch die Motorisierung. Und der Finanzausgleich selber ist ebenfalls ein Treiber für das Bauen, ohne Rücksicht darauf, ob das, was gebaut wird, tatsächlich in die Gemeinden passt, weil ja nur die Einwohner gefördert werden, aber nicht gleichzeitig auch die Möglichkeiten, dass die Einwohner an den Orten, wo sie sich ansiedeln, auch all das finden, was sie in der Regel für ihr Leben brauchen. Und dann ist noch der Unterschied zwischen den Grünlandpreisen und den Baupreisen oder Bodenpreisen zu berücksichtigen. Das führt zu einer Baulandaufwertung und auch durch einer Baulandaufwertung durch Gemeinschaftsleistungen, etwa in den Städten, weil die Hochhäuser immer dort entstehen, wo besonders gute Erreichbarkeit entweder über die U-Bahnen, also an U-Bahn-Stationen, oder über die Autobahnen plus entsprechend großer Parkplätze oder Garagen abgeschöpft werden. Das heißt, hier verschwinden Milliarden der öffentlichen Steuergelder in privaten Taschen. Die Raumplanung hat außerdem falsche Werkzeuge, die vor allem dazu geeignet sind, Grünland in Bauland zu verwandeln, aber nicht entsprechend starke Werkzeuge, die auch von der Politik respektiert werden, dass man das entsprechend verhindert. Das heißt, die Natur wird als Gebrauchsgut verwendet und die Bauordnungen selbst mit ihrem Stellplatzzwang zwingen praktisch zur Zersiedelung aufgrund dieser Randbedingungen in den Preisen, zu Bodenverbrauch und zu billigen Lösungen bei Gewerbeflächen. Das heißt, wir haben diese Flachbebauung bei den Gewerbeflächen, die unglaublich viel auch durch die Parkplätze an Boden zerstört. Außerdem kommt es durch diese Art des Bauens zur Auflösung von Sozialbeziehungen. Das heißt, die Individualisierung wird gefördert und führt zur ineffizienten Nutzung des bebauten Gebildes. Es entstehen Agrowüsten und Vorstadtwüsten und die Ästhetik in der Stadt und am Land gehen verloren. Das heißt, mit der Landschaft geht man entsprechend rücksichtslos um. Es verliert die Landschaft an Qualität und gleichzeitig natürlich auch der moderne Städtebau, der immer schwerer sozusagen zu ertragen ist. Aber dadurch, dass ein Auto im Keller steht, kann man dieser Unwirtlichkeit der Stadt leicht entkommen. Die Natur wird als Gebrauchsgut ungeschützt verwendet. Die intime Beziehung zur Natur und zum Boden geht verloren. Das hat auch dazu geführt, dass das traditionelle Bauerntum, wo sie noch bestanden hat, verschwindet und durch die Agroindustrie ersetzt wurde, die keinen Bezug zum Boden mehr hat. Und natürlich die ausgeräumten Landschaften für die Maschinenbearbeitung die Folge sind. Außerdem fördert das Verkehrssystem des Bundes, der Länder und der Gemeinden massive Veränderungen in Wirtschaftsstrukturen ohne Bezug zu den Lebensgrundlagen. Das heißt, die Menschen haben keine Beziehung mehr zum Wert des Bodens, den sie früher mit ihren Nutzgärten um das Haus herum hatten,
sondern sie holen sich die Dinge irgendwo im Supermarkt, wo Grundlagen des Lebens angeboten werden, die nicht einmal im gleichen Kontinent aufgewachsen sind. Das heißt, der motorisierte Individualverkehr spielt eine wesentliche Rolle und führt zur Auflösung der Strukturen sowohl am Land wie auch in der Stadt. Diskutiert wird das hauptsächlich heute am Land, aber in der Stadt haben wir ähnliche Entwicklungen. Die Lösung dieser ganzen Probleme entsteht aber auch mit dem Verkehrsmittel, weil man die Probleme durch Wegfahren lösen kann. Insgesamt führt das zu einem enormen Dichteverlust, also zu einem enormen Bodenverbrauch, ohne dass der Inhalt des Gebauten besser wird, ästhetisch attraktiver wird, dass man gerne bleibt, anstatt wegzufahren. Einige Stichworte zur heutigen Tagung von meiner Seite, und ich hoffe, sie wird eine interessante Veranstaltung werden mit vielen Denkanregungen und guten Diskussionen. Ich wünsche Ihnen allen einen unterhaltsamen Tag und alles Gute und einen Erfolg für die Tagung. Ja, herzlichen Dank nach Indien von hier aus an Professor Knoflacher. Ja, wurde schon angekündigt, mein Name ist Mark Nowotny, ich darf Sie heute durch den Tag führen. Eine kurze Einführung, vielleicht kann ich gleich auch aufgreifen, was gerade gesagt wurde, vielleicht auch ein bisschen den fast schon düsteren Ton von Harald Frey und von Hermann Knoflacher ein kleines bisschen korrigieren. Als ich den Titel der Veranstaltung gesehen habe, dachte ich weniger hoch als natürlich, denn eigentlich wird dieses Thema derzeit so stark diskutiert in der Welt der Architektur und des Bauens wie kein anderes. Natürlich, und da stimme ich Harald Frey zu, betrifft es eher die Ränder als den Mainstream. Der Mainstream ist natürlich immer noch sehr im Wachstumsparadigma gefangen, erst recht, wenn wir auf globaler Ebene schauen. Aber hier und in Europa passiert einiges im Sinne einer Korrektur. Man kann sagen, jetzt 50 Jahre nach Club of Rome, 49 Jahre nach der Ölkrise, vielleicht reichlich spät, aber immerhin, es passiert. Es passiert auf europäischer Ebene mit der Initiative New European Bauhaus, die 2019 von Ursula von der Leyen gestartet wurde. Es passiert auf architektonischer Ebene. Im September gab es in Deutschland von verschiedenen Architektinnen und Architekten gestartet einen offenen Brief, der ein Abbruchmoratorium fordert, wurde, glaube ich, 200 Mal unterzeichnet, also auch eine Art von, vielleicht nicht Baustopp, aber zumindest Abbruchstopp. Wenn man sich anschaut, was zum Beispiel bei den vielen Architekturpreisen vom EU Mies Award, besten Bauten Europas, dem Staatspreis Architektur und Nachhaltigkeit in Österreich auf Bundesebene oder auch dem Bauherrenpreis in den letzten Jahren ausgezeichnet wurde, dann sind es fast nur oder sehr mehrheitlich Umbauten und keine Neubauten. Also da können wir schon einen ziemlichen Paradigmenwechsel oder wie wir auch heute sehen oder im Titel der Veranstaltung haben, eine Trendumkehr diagnostizieren, die uns vielleicht ein bisschen Hoffnung geben kann. In der Architektur diskutieren wir über Ressourcen, über Materialien, über Kreislaufwirtschaft, Materialkreisläufe. Es gibt ganz neue Berufsbilder unter Architektinnen und Architekten, zum Beispiel in der Schweiz, die Bauteiljäger, die in bestehenden Gebäuden auf der Suche sind nach Bauteilen und Materialien, die sich wiederverwerten lassen, recyceln lassen in anderen Bauten. Das heißt, es gibt vielleicht bei aller Kritik, die wir heute sicher auch zurecht hören werden, auch vielleicht ein kleines bisschen Hoffnung, die wir nachher auch hier auf dem Podium mehrmals diskutieren werden. Kurz zum Ablauf. Sie haben den Ablauf auch vor sich. Wir haben eine Reihe Vorträge am Vormittag mit einer Podiumsdiskussion und am Nachmittag ebenso Vorträge mit Podiumsdiskussionen. Im Vormittag sind wir ein bisschen mehr auf der maßstäblich größeren Ebene angesiedelt. Wir werden über Raumordnung reden und am Nachmittag geht es ein bisschen mehr auch in die Welt des Bauens an sich.